Mein Name ist Christina Salopek und mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal im Engel-Magazin sein werde. Denn Ende 2019 habe ich entschieden, aus der Öffentlichkeit zurückzutreten und in der Stille meinen Berufungsweg zu folgen. Doch dann ging diese depperte Zeit los. Viele sagen, eine Chance für die Erde. Und trotzdem ist es eine, ja, für mein Gefühl eine richtig scheißige Zeit, ja. Und ich spreche jetzt hier einfach so wie frei von der Leber weg, ja, ohne jetzt hier irgendwas zu schneiden oder zu korrigieren. So wie ich bin, ja, so wie ich mich auch immer in der Öffentlichkeit gezeigt habe. Und und jetzt bin ich hier und habe mir entschieden, ein paar Beiträge fürs Engel-Magazin zu machen. Besonders eben wegen unserer neuen Social-Media-Plattform, die wir gegründet haben. Und seitdem ich eben entschieden habe, mich aus Facebook zurückzuziehen, aus diesem ganzen öffentlichen Kladderadatsch, ja. Obwohl es so wichtig war, dann eben 20 da zu sein, ja, und Gesicht zu zeigen und unsere Stimme zu erheben, unsere Stimme als Frauen zu erheben und im Lauten als auch im Stillen da zu sein, unserer Berufung zu folgen. Denn gerade jetzt in dieser Zeit ist es wichtiger denn je, also so für mein Gefühl, ja, dass wir da sind, dass wir aufrecht sind, dass wir uns in unserer Würdigkeit zeigen. Ja, Thema Würdigkeit, Thema Götterlicht, Thema Götterfunken. Mein Weg ging ja immer mit Frauen, ja. Und ich stehe dafür, diesen ganz speziellen Part der Dunkelheit zu integrieren und in Licht und Schatten, in der Integration von Licht und Dunkel, dass Frau damit erst so richtig erfährt, was wahrhaftige Liebe eigentlich bedeutet, was eine kräftige innere Aufrichtung in diesem Zusammenspiel von Hell und Dunkel bedeutet. Was dann natürlich alles auf den Tisch kommt, ja, also der Weg ist nicht einfach, da muss man nicht drüber reden, ja. Alle, die auf diesem Weg sind, die wissen, was es bedeutet, zu gehen, wirklich zu gehen und nicht ein bisschen so Hobby-Bewusstologin, Bewusstologe sein und von einem Seminar zum anderen dengeln. Ich meine, das ist schon okay, ja. Wenn man so beginnt und wenn man sich einfach interessiert und guckt, ja, wo habe ich Resonanz, was ist da in mir, und das dann findet durch das eine oder andere Seminar, durch die eine oder andere Berührung, ja. Mein Weg war aber immer, ja, weg von diesen ganzen Abhängigkeiten und diesen, muss ja aufpassen, dass ich in einer guten Wortwahl bleibe hier für die Spiri-Szene. Dass Frau einfach in ihren Spuren geht, dass wir uns finden und wir sind alle so facettenreicher und es gibt nicht nur eins, was wir in uns haben, es gibt so viele Gaben und Fähigkeiten. Nun muss man einfach gucken, ja, was ist in diesem Leben individuell auf meinem Seelenplan für mich vorgesehen, was spüre ich, wo treibt es mich hin, was ist wirklich meins, denn immer habe ich den Frauen gelehrt, ja, nichts da draußen ist so stark, so kräftig, so dich aufrichtend, als wenn es aus deinem eigenen Innen kommt, ja, wenn du spürst, das bin ich, das gehört zu mir und das ist eine Facette von mir und eine Gabe von mir. Naja gut, aber da wollte ich gar nicht so hin, das ist jetzt so ein Stück weit von meinem Weg, ja. Ich sitze hier, wir sind von Deutschland in die Schweiz gezogen und sitze hier in unserem neuen Zuhause und habe mir gedacht, für diese Aufnahme jetzt bringe ich unseren Göttervogel ins Bild. Und sehr spannend mit der Schlange hier.
Normal hat es bis jetzt nicht so wirklich mit den Schlangen, ja. Ich weiß natürlich, die Schlange, die Heilkraft, da geht gleich mein Halschakra zu. Also ich reagiere immer sehr auf Energien, ja. Und mein Körper reagiert sofort. Und in letzter Zeit, oder das letzte halbe Jahr, bin ich sehr intensiv mit der Schlangenkraft gegangen und der Heilerin in uns, und aber auch mit der missbrauchten Schlangenkraft aus der Kirche raus. Und wenn man gerade sieht, die Aussegnungshalle, ja, was da für ein Werk hinten dran ist an der Wand und. Aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf einsteigen. Es ist mir wichtig, euch zu sagen, dass so viel mehr gibt als dieses, die Schlange als Krafttier oder die Schlange als Heilkraft oder als die Heilige, für die heilige Schoßraumpriesterin und. Ja. Wir müssen da gut gucken und lernen zu differenzieren, ja. In welcher Schlangenenergie befinde ich mich? Wo fühle ich mich hingezogen? Wo habe ich einfach so ein bisschen Larifari was übernommen? Und mit welchem Anteil in mir geht diese Schlangenkraft in Resonanz? Und es kann entweder der zerstörende Anteil sein oder dann derjenige, der magisch ist, der heilt, der ein Stück weit auch die Begleitung und die Brücken in die Würdigkeit dann darstellt. Ja, ja, also das mal dazu. Und ja, wie gesagt, 2020 bin ich dann doch zum Großteil noch in Facebook geblieben und habe aber also meine Seminare und meine Begleitung und alles zurückgefahren und dann aufgehört, und dann war ich jetzt ein ganzes Jahr in der Stille, habe viel geschrieben und bin natürlich in der Stille meinem Dienst nachgegangen, ja, so wie ich ihn für mich fühle, für die Erde, für diese Zeit, denn eine jede von uns wird gebraucht, ja. Wir werden gebraucht, oder wie man dann so schön immer wieder sagen, wir sind die Überlebenden und das braucht uns fürs Weichenstellen und für so vieles, was die nächsten Jahre, da mag ich gar nicht dran denken, aber was die nächsten Jahre, was es für den Aufbau braucht und für Wegweisungen und für unsere Kinder, ja. Manchmal habe ich mir gedacht, ich bin nur auf diesem Weg gespült worden für meine Kinder, ja. Dass ich meine Kinder so gut führen kann und so gut durchbegleiten kann. Und mittlerweile sind sie erwachsen, ich werde heuer 50 und mein Jüngster wird jetzt 18, der macht gerade einen Führerschein. Meine Älteste ist 30 und ja. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, von rechts nach links, und nochmal jetzt zur Authentic World, zu dieser Social Media Plattform, die ist verlinkt jetzt hier in diesem Beitrag, und wir haben da was Gutes auf die Erde gebracht, programmieren lassen, ganz viel Liebe und Herz, in einer gefühlten Freiheit entstehen lassen. Es kommt dann noch ein Shop dazu, der mega sein wird, wie so ein kleines Amazon. Ich nutze jetzt diesen Vergleich Amazon, ja, aber wir gehen sehr nahe am Menschen, ja, mit unserem Shop-System, dass es für jeden leistbar ist und gut zu machen ist. Und ja, und das möchte ich euch hier vorstellen und auch hier mit reinbringen. Schaut doch einfach mal vorbei auf der Authentic World und fühlt es mal rein, ja. Dort gibt's Echtheit, Freiheit, bis jetzt null Zensierung, weil es einfach nicht braucht, weil wir gut miteinander umgehen, weil der Ton einfach wunderbar ist auf der Authentic World. Und das ist es. Darum bin ich jetzt hier, darum gehe ich nochmal in die Öffentlichkeit.
Und ja, ich bin in Frieden damit und gut mit diesem Schritt. Und ich habe mich heute sogar entschieden, heute habe ich mich entschieden, weil ich schon so für mich überlegt habe, ein Seminar vielleicht im Jahr. Und heute habe ich entschieden, weil ich ja, so geniale Dinge gerade erlebe mit dieser Würdigkeit und mit dem eben, wie ich auf diesem Weg gehe. Und heute habe ich entschieden, im Herbst nochmal ein Seminar, also dieses eine Seminar im Jahr, heuer im Herbst, ich weiß noch nicht wo, in Österreich, in der Schweiz, vielleicht in Deutschland, vielleicht aber auch in der Schweiz. Also ich habe heute ganz tolle Seminarhäuser mir angeschaut, in den Schweizer Bergen. Also mal gucken, das wird dann, wer es finden möchte, wird es finden. Und dort führe ich 4 Tage lang ausschließlich in die Würdigkeit von uns Frauen, in so eine ganz tiefe, verbundene Würdigkeit. Im Zusammenhang mit der Schlangenkraft und so einigem anderem, was damit dann einhergeht und vieles, vieles im Leben erleichtert. Gut, also vielen Dank, dass du bis zum Schluss hingehört hast und ja, vielleicht sehen wir uns auf der Authentic World.